Hallo, PC Games Hardware ist wieder auf der CeBIT unterwegs und diesmal am Stand von EVGA. Und wir haben da ein großartiges Notebook gesehen, das SC17 mit Overclocking-Funktionen. Und ja, dazu werden wir uns gleich mal was anhören. Herzlich willkommen zur CeBIT 2016 hier bei EVGA. Mein Name ist Jan und ich stelle euch heute unser neues Gaming-Laptop vor. Es heißt SC17. Und die sich ein bisschen bei uns auskennen, wissen, SC steht für Superclocked. Und das ist auch eigentlich das Besondere an dem Notebook. Wir sind hier direkt im BIOS gestartet und haben hier eine OC-Section. Das ist was noch völlig Neues und ich euch gleich am Anfang dieses Videos zeigen wollte. Ansonsten ist das Laptop ein 17,3 Zoll Laptop. Es hat ein 4K mattes Display. Die neueste Intel-CPU, ein i7-6820, läuft standardmäßig mit 3,6 GHz und ist im Turbo-Modus mit Overclocking bis zu 4,2 GHz möglich bei dem Modell hier. Außerdem 32 GB G-Skill-Arbeitsspeicher mit 2666 MHz und als Grafikprozessor natürlich der 980M, das aktuelle Top-Modell von Nvidia. Weiterhin eine 256 GB SSD, um das System einfach schnell zu machen. Und als Datengrab haben wir noch eine Terabyte Festplatte drin. Ansonsten von den Anschlüssen vielleicht noch. Wir haben auf dieser Seite den RJ45 Netzwerkstecker, ein HDMI-Port und zwei Mini-Display-Ports. Hier ist ganz wichtig, einer der Display-Ports unterstützt auch G-Sync für die Gamer. Auf der anderen Seite, Netzteilbuchse natürlich noch. Auf der anderen Seite haben wir USB 3.1, USB 3.0 zweimal und ein Klinkenstecker für das Headset. Ansonsten zum Laptop selber. Wir haben hier ein sehr schmales Laptop, wenn man das mal von der Seite guckt. 5 cm stark, knapp 5 cm, komplett Aluminium Unibody, sehr schlichtes Design mit EVGA Branding in der Front, auch ganz einfach zu öffnen. Und jetzt sind wir wieder im BIOS. Im BIOS, wie ich vorhin schon erwähnt habe, haben wir die OC-Section. Hier gibt es verschiedene Profile, standardmäßig immer das normale Profil ausgewählt. Wenn ich jetzt sage, ich kenne mich nicht ganz so gut aus mit Übertakten, möchte aber trotzdem meinen Laptop schneller machen. Dann wähle ich ganz einfach das SC für Superclock-Profil aus und habe automatisch einen höheren Multiplikator eingestellt, in dem Falle 40 für 4 GHz und gleichzeitig die Grafikkarte noch übertaktet mit 76 MHz mehr. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will mal austesten, was maximal möglich ist und selber ein Profil anlegen, nehme ich das User-Profil und kann dann zum Beispiel als 42 den Multiplikator wählen und komme damit bei dem mobilen Prozessor bis auf 4,2 GHz. Gleichzeitig kann ich auch noch die V-Core einstellen von dem CPU beziehungsweise die Grafikkarte auch manuell hier übertakten. Wir können das Ganze jetzt mal einfach machen. Wir stellen hier als V-Core mal 1,32 ein, haben 4,2 GHz und speichern das Ganze einfach mal ab. Ich hoffe, er startet jetzt auch. Mit F2 kommt man ins BIOS. Und jetzt haben wir hier aktueller CPU-Status, Frequency 4,2 GHz laufen. Und das auf dem Laptop. Das ist was, wo ich einfach nur sage, richtig gemacht EVGA. Weiter Punkt für die Übertakter. Neben dem Power-Button, der hier ist, haben wir drüber einen kleinen Button gemacht, den man nimmt, wenn man etwas fehlschlagen soll. Das heißt, es ist der CMOS Clear, der das BIOS komplett resettet. Ja, ansonsten gibt es noch zu sagen, der offizielle Paper Launch ist am 18. März, also gar nicht mehr lange hin. Ich denke, im April, Anfang April sollte es in den Shops verfügbar sein. Und ich kann nur sagen, legt los, Leute!